Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de zu einer weiteren Folge über das Leben von Jesus und heute einer kleinen Geschichte, die aber äußerst merkwürdig und interessant ist. Kleine Geschichte, die nur von Markus berichtet wird. So am Rande quasi noch eingeschoben scheinbar, auch von Ellen White im Leben Jesu gar nicht aufgegriffen wird direkt, aber die uns doch einiges zu sagen hat. Und das werden wir jetzt uns anschauen und bevor wir beginnen, wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort auch heute studieren können. Wir möchten dich bitten, dass wir diese Geschichte, die wir uns heute vorgenommen haben, gut verstehen, dass wir Jesus besser als unseren Freund und Heiland erkennen, dass wir etwas für unser persönliches Glaubensleben erkennen. Herr, diese Worte sind voll vom Heiligen Geist und wir möchten unsere Herzenstür aufmachen, damit du hineinsprechen kannst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8 und wir lesen die Geschichte ab Vers 22. Markus 8 und dort ab Vers 22. Wir können vielleicht kurz uns nochmal erinnern, was in der vergangenen Woche, in der vergangenen Geschichte wir uns angeschaut haben. Wisst ihr noch, was das letzte war, was wir studiert haben? Worum ging es da? Was haben wir uns letzte Woche angeschaut? Wir haben letzte Woche uns angeschaut, wie die Jünger mit Jesus auf dem Boot zurückgefahren sind, nachdem sie, ihr erinnert euch vielleicht, sie waren in der Dekapolis gewesen, wo die Speisung der 4000 gewesen ist. Und dann sind sie ja auf die andere Seite des Ufers, Richtung Magdala, gefahren und dort hatten sie die Pharisäer getroffen. Ja? Das könnt ihr nochmal nachvollziehen in Markus 8, ab Vers 10. Ich meine, da haben die Pharisäer ein Zeichen gefordert vom Himmel. Und Jesus hat ihnen gesagt, es wird euch kein Zeichen geben werden. Im Parallelbericht in Matthäus steht, es wird euch nur das Zeichen des Jona gegeben werden. Genau, und dann hat er sie dort stehen lassen, hat ihnen kein Zeichen gegeben und ist wieder zurückgefahren. Und die Jünger haben natürlich sich wahrscheinlich die Frage gestellt, und das haben wir uns angeschaut, warum macht Jesus das? Warum geht er nicht ein bisschen mehr auf die Pharisäer und die Sadduzäer ein? Und während sie das so überlegen, sagt ihnen Jesus im Boot, als sie auf dem Weg Richtung Bethsaida sind, etwas sehr Wichtiges. Er sagt ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer und der Herodianer. Und was machen die Jünger, als sie diese Worte Jesu hören? Also er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer und der Anhänger des Herodes. Was denken die Jünger? Ja? Ja, genau, die denken, oh, wir dürfen also am Land dann nicht bei den Pharisäern kaufen, nicht bei den Sadduzäern. Ja, vielleicht ist die Brotsorte nicht so besonders gut. Sie denken an das Brot, weil sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Und Markus sagt uns, sie hatten nur ein Brot im Boot und entsprechend sind sie jetzt ein bisschen perplex. Und Jesus fragt sie, versteht ihr denn noch nicht? Ich habe 5 Brote gebraucht, um 5000 Männer satt zu machen und ich habe 7 Brote gebraucht, um 4000 Männer satt zu machen. Was meint ihr wohl, wie viele Brote ich brauche für 13 Männer, ja, für 12 Jünger plus Jesus? Versteht ihr noch nicht? Sie waren so klein, glaube ich, haben gesehen, ihr Herz war verhärtet gewesen, weil sie zwar die Wunder gesehen haben, aber es ihnen schwer fiel zu glauben, dass die Wunder, die Jesus in der Vergangenheit getan hat, er immer wieder tun könnte. Ja, sie waren froh über das Wunder, aber ihnen fehlte noch der Glauben, dass er das immer wieder tun könnte und dass er für sie sorgen würde. Und das haben wir gesehen letztes Mal als eine ganz wichtige Lehre, die Jesus ihnen mitgeben wollte, dass wir nicht nur die Wunder erkennen, und nicht nur dankbar sind für die Wunder, sondern dass wir aus den Wundern auch lernen und sagen, okay, wenn Jesus solch ein Wunder für mich getan hat, dann mag er mich wohl, dann hat er Interesse an mir und dann kann ich ihm auch vertrauen,
wenn mal wieder eine schwierige Situation kommt, dass er mich hindurchträgt. Das ist so die Idee gewesen. Und dann begreifen sie, okay, es geht gar nicht ums Brot. Der Sauerteig ist nämlich ein Symbol wofür? Im Alten Testament vor allem, der Sauerteig ist ein Symbol für was? Also meistens, also Jesus hat zwar den Sauerteig auch verwendet als Symbol für das Reich Gottes, aber grundsätzlich ist der Sauerteig eigentlich ein Symbol für Sünde. Genau, deswegen beim Passa, als sie frei werden sollten aus der Sklaverei, aus Ägypten, aus der Knechtschaft, da sollte 7 Tage lang beim Passa, beim Fest der Erlösung, kein Sauerteig in den Häusern zu finden sein. Ja? Und das waren so die Dinge, die wir angeschaut haben. Und jetzt kommen sie an das Ufer nach Bethsaida. Und jetzt lesen wir Vers 22. Dann steigen wir ein in diese kurze, aber äußerst interessante Geschichte. Wer mag mal Vers 22 lesen? Genau, er kommt nach Bethsaida. Jetzt haben wir schon gelernt heute im anderen Seminar, Bethsaida heißt wörtlich das Haus des Fisches. Ganz genau. Denn Bethsaida war der Heimatort von Johannes und Jakobus und Andreas und Petrus. Die kamen da alles aus Bethsaida, die waren Fischer. Das war ihre Heimat. Es war die Heimat einiger der Jünger. Was wissen wir noch über Bethsaida aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien? War das eher eine Stadt, in der Jesus selten gewesen war, oder war das eine Stadt, die durchaus wichtig gewesen ist? Wie würdet ihr das einschätzen? Welche Rolle spielte Bethsaida so im Leben von Jesus? Eher häufig. Schaut mal noch als in Matthäus 11. Lasst mal euren Finger hier, wir kommen immer wieder zu Markus zurück. In Matthäus 11 und dort Vers 41. Das ist natürlich falsch. Matthäus 12, Vers 41 natürlich. Matthäus 12, Vers... Nein, natürlich Matthäus 11, Entschuldigung. Matthäus 11, Vers 21 muss es sein. Sorry, mich hier vertippt. Matthäus 11, Vers 21 ist es. Da steht nämlich, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Also die Idee ist, in Bethsaida hat Jesus viele Wunder getan. Also das ist für die Geschichte jetzt auch ganz wichtig. Bethsaida war nicht ein Ort, an dem er noch nie gewesen war, sondern gerade während seines Dienstes in Galiläa, also von Passa 29 bis Passa 30, war Bethsaida einer der Orte, wo er ganz besonders viele Wunder getan hat. Eigentlich wahrscheinlich nur Kapernaum. Kapernaum war noch mehr. Ja, Kapernaum war so seine Basis. Aber Bethsaida hatte viel gesehen von den Wundern Jesu. Genau, die meisten seiner Wundertaten, ja, genau. Kapernaum, Bethsaida, Chorazin, das waren so die Städte, also da konnte es kaum noch einen Kranken geben, ja, nur wenige vielleicht, ja, oder überhaupt fast keinen mehr. Und jetzt kommt er wieder dorthin nach Bethsaida, wo er so viel getan hat. In der Nähe von Bethsaida war übrigens auch die Speisung der 5000 gewesen. Jetzt schauen wir uns mal die Stelle genau an. Es heißt hier in Markus Kapitel 8, in Markus Kapitel 8 und dort Vers 23. Machen wir mal die Stelle lesen. Wer mag die mal lesen? Vers 23. Markus 8, Vers 23. Okay. Fällt euch irgendetwas auf, wenn ihr diesen Vers liest? Irgendeine Assoziation, ja. Okay. Okay, das stimmt, er stellt eine Frage. Okay, ja, sehr gut, er stellt eine Frage. Was fällt euch noch auf? Na, das
Ja, genau, er hat ihm Speichel auf die Augen getan. Also meine Übersetzung steht, er spuckte ihn auf die Augen. Also stellt euch vor, Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Bethsaida in das Dorf. Da kennt ihn jeder. Jetzt kommen die Menschen und sagen, hey, hier ist ein Blinder, könntest du den bitte heilen? Was macht Jesus? Was ist das Erste, was sich auffällt? Er nimmt ihn an die Hand, gut, das ist klar, weil er ist blind, oder? Er nimmt ihn an die Hand, und was macht er mit ihm? Er führt ihn hinaus. Ist euch das aufgefallen? Er heilt ihn nicht in Bethsaida, er nimmt ihn aus dem Dorf hinaus. Und dann, was macht er dann? Also versuchen wir es erstmal bildlich vorzustellen. Also die kommen zu ihm und sagen, hier ist ein Blinder. Und Jesus sagt, okay, er nimmt ihn an der Hand, führt ihn hinweg, aus dem Dorf hinaus. Was macht er dann? Er spuckt ihm in die Augen. Wenn ihr da beide gewesen wärt, was hättet ihr gedacht? Er spuckt ihm in die Augen. Und dann fragt er ihn. Und dann legt ihm die Hände auf und fragt ihn. Was haben wohl Matthäus, Petrus, Johannes, Nathan, was haben die wohl gedacht? Wenn ihr euch in ihre Lage dann versetzt. Gab es denn sowas Ähnliches schon mal? Gab es schon mal eine Geschichte, wo Speichel eine Rolle gespielt hatte? Wenn ja, wo? Wo war es gewesen? Schaut mal eine Seite zuvor in Markus 7. Und dort in Vers 32. Markus 7, Vers 32. Da heißt es, und sie brachten einen Taubstumm zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihm, die Hand aufzulegen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir vergleichen mal diese beiden Geschichten so ein bisschen. Ihr werdet sehen, da gibt es viele Parallelen. Also Markus 7 und in Markus 8. Also Markus 7, 31 mal vergleichen mit Markus 8, Vers 22. Was sind die Parallelen zwischen Markus 7, Vers 31 und zwischen Markus 8, Vers 22? Was ist in beiden Geschichten gleich, in diesen beiden Versen? Ja, in beiden wird Jesus gebeten, eine Hand aufzulegen. Könnt ihr das sehen? Sie baten ihn, die Hand aufzulegen, ja? Genau, also das ist in Vers 33 schon. Also fangen wir mal vorne an. In beiden Fällen heißt es hier, sie bringen jemanden, oder? Es heißt in Markus 7, und sie brachten einen Tauben zu ihm. Und hier in Markus 8 heißt es, und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm. Und dann heißt es hier in Markus 8, und bittet ihn, dass sie ihn anrühren. Wie steht es in Markus 7? Und baten ihm, die Hand aufzulegen. Also in beiden Geschichten kommt eine Volksmenge mit einer Person. Sie bringen eine Person zu Jesus und bitten ihn, fass ihn an. Könnt ihr das sehen? Also in beiden Fällen wird der Kranke gebracht. Er wird gebracht. Und wir haben in beiden Fällen, dass sie bitten Jesus. Ja, sie bitten Jesus, bitte rühre ihn an. In einem Fall, was ist die Krankheit des einen? Der eine ist taub. Er hat also ein Problem mit den... Was ist ein Problem? Er hat ein Problem mit den Ohren. Aha, okay, sehr gut. Und dementsprechend hat er auch ein Problem mit seiner Zunge, weil er nicht richtig hören kann, kann er schlecht sprechen. Ja, er ist nicht taub, also er ist nicht ganz stumm, aber weil er taub ist, kann er nur sehr undeutlich sprechen, weil er nicht richtig sich selbst hört. Okay, Markus 8, der Mann hat womit ein Problem? Er ist blind, das heißt, er hat ein Problem mit den Augen. Jetzt, es gibt noch eine interessante Parallele, die jetzt nicht beim Lesen sofort offensichtlich ist. Das ist sehr wichtig. Beide Geschichten in Markus 7 und in Markus 8 kommen nur in Markus vor. Also die Geschichte in Markus 7 mit dem Taubstumm kommt in keinem anderen Evangelium vor, die hat nur Markus. Und die hier mit dem Blinden kommt auch in keinem anderen Evangelium vor, sondern nur in Markus. Zwei Geschichten, die nur Markus berichtet, die, und jetzt kommt's, relativ nahe beieinander waren. Machen wir noch ganz kurz Chronologie-Check. Also, wir haben gesagt, vor Markus 8, ja, also vor der Geschichte mit dem Blinden,
hatten wir die Rede von Jesus oder dieses Gespräch mit seinen Jüngern über den Sauerteig der Pharisäer, ne, was wir gerade wiederholt haben. Davor, vor dem Sauerteig, vor diesem Bootsgespräch, war das Zeichen, ja, also diese Bitte von den Pharisäern, ein Zeichen zu sehen, ja, das Zeichen vom Himmel. Was war davor gewesen? Könnt ihr direkt... Genau, die Speisung der 4000. Ja? Und was war davor gewesen? Vor der Speisung der 4000? Ja, genau. Also diese Geschichte mit dem Tauben. Das heißt, zwischen den beiden Geschichten ist gar nicht viel Zeit. Also einmal haben wir die Geschichte, die haben wir vor einigen Wochen hier mal studiert, in Markus 7, wo der Taube geheilt wird. Übrigens ja dann ganz interessant auch, da kommen wir gleich noch dazu. Und während, das ist hier, während er Jesus in der Dekapolis ist, in dieser Gegend der 10 Städte, dann im Zuge dieser Heilung, das dauert ja mehrere Tage, wo die Leute geheilt werden, werden die 4000 gespeist. Als das vorbei ist, fährt Jesus über den See, trifft die Pharisäer und Sadduzäer, die sagen, gib uns ein Zeichen. Er macht direkt wieder, kehrt um, fährt wieder auf die andere Seite, redet auf dem Weg über die Pharisäer und das nächste, was passiert, ist die Geschichte von Markus 8. Also mit anderen Worten, die Jünger hatten diese Geschichte von Markus 7 noch ganz frisch in Erinnerung. Da waren wahrscheinlich nicht mal eine Woche vergangen. Also als sie Jesus sehen, wie er einem Menschen in die Augen spuckt. Ich meine, wie oft habt ihr erlebt, dass ein Prediger jemandem in die Augen spuckt? Ja? Aber wenn ihr gerade vor wenigen Tagen gesehen hättet, dass jemand schon mal mit seiner Spucke etwas macht, denn jetzt schaut mal in Markus 7, welche Parallele gibt es da mit der Spucke? Wie ist dieser Taube geheilt worden? Wie ist der Taube geheilt worden? Jemand hat schon gesagt, in beiden Fällen sind die Männer abseits geführt worden, oder? In beiden Fällen nicht vor der Volksmenge, sondern an einem einsamen Ort. War Jesus mit dem Mann ganz alleine? Oder die Jünger waren dabei. Und es gibt euch schon einen Hinweis, das haben wir damals auch studiert, wofür er wohl diese Heilung durchgeführt hat, für wen? Offensichtlich sollte bei dieser Heilung nicht das Volk etwas lernen. Denn wenn das Volk etwas lernen sollte, hätte er es ja vor dem Volk machen können, oder? Er hat ja viele Menschen vor dem Volk geheilt. Das heißt, dass er sie jetzt nicht vor dem Volk heilt, zeigt, dass er den Jüngern etwas beibringen wollte. Und wie heilt er dann den Taubstumm? Wie heilt er den? Finger in die Ohren, nicht wahr? Auch Finger in die Ohren und? Und Speichel auf die Zunge. Also den Taubstumm heilt er, indem er ihm Finger in die Ohren steckt und Spucke nimmt. Und die Spucke ihm auf die Zunge legt. Das ist schon ziemlich merkwürdig, oder? Merkwürdig. Und jetzt, ein paar Tage später, heilt er den Blinden dadurch, indem er ihn anspuckt. Spucke auf die Augen tut. Würdet ihr mir zustimmen, dass diese beiden Geschichten irgendwie zusammengehören? Die Geschichten müssen was mit einander zu tun haben. Und Markus 7 ist damit auch in gewisser Weise ein Schlüssel zu Markus 8. Aber jetzt fangen wir mal nochmal ein bisschen von vorne an. Warum nimmt er ihn an die Hand? Außer vielleicht, dass sowieso der Mann blind ist. Was könnte damit noch verbunden sein, mit dieser Idee, jemanden an die Hand zu nehmen? Nimm ihn an die Hand und führe dich. Blindenführer, ja, genau. Ah, okay, Jesus ist kein blinder Blindenführer. Genau, ja. Das Vertrauen fasst, genau, ja, im zwar im buchstäblichen Sinne, er fasst Vertrauen, ja, ganz genau. Kennt ihr noch eine Stelle, vielleicht im Alten Testament, wo es heißt, dass Gott jemanden an die Hand nimmt? Jemand sie an die Hand ergreift und sagt, komm. Schaut mal mit mir in Jeremia. In Jeremia Kapitel 31 und dort Vers 32. Jeremia 31 und dort Vers 32. Dort steht: Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der
Hand ergriff. Um was zu tun? Um sie? Um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also, wen hat Gott bei der Hand ergriffen? Das Volk Israel, die Israeliten. Und was war sein Ziel? Warum hat er sie ergriffen mit der Hand? Genau, und der Auszug aus Ägypten war ein Sinnbild für die Erlösung. Das heißt, es war ja auch Jesus damals. Jesus sagt, ich habe das Volk Israel an der Hand genommen, an der Hand ergriffen und habe es aus Ägypten geführt. Jetzt sieht er diesen Blinden und sagt, und nimmt ihn an der Hand und sagt, komm, komm mit, führt ihn. Das heißt, wir sehen hier so ein Bild auch für die Erlösung. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, das war nicht für die Volksmenge. Die Volksmenge hätte wahrscheinlich sich sehr gewundert, wenn Jesus ihn angespuckt hätte, oder? Es war für die Jünger. Die Jünger sollten etwas lernen. Und die ihr damals nicht dabei gewesen seid, ich kann vielleicht kurz wiederholen, zusammenfassen. Könnt ihr euch vorstellen, warum Jesus da Finger in die Ohren legt und mit seiner Spucke auf die Zunge geht? Was meint ihr, was haben die Jünger dadurch gelernt? Was könnten die dadurch gelehrt haben? Außer, dass es wohl sehr merkwürdig ist. Ja? Das musste ja sich eingebrannt haben. Was wollte Jesus ihnen damit sagen? Jemand eine Idee? Nix? Keine Lektion? Was denkt ihr? Schaut mal in Markus 7, das steht ja, und er nahm ihn in Vers 33, und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger an seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel, dann blickt er zum Himmel auf, und da kommt ein interessantes Wort, er seufzte, sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Wir haben damals rausgearbeitet, dieses Ephata, das ist eine besondere aramäische Form, die nicht nur sagt, so werde offen, sondern so etwas so richtig gründlich öffnen, so richtig aufmachen. Ja, so, wenn etwas schwierig ist und dann so richtig hindurchdringen. Was war wohl die Lektion, die Jesus seinen Jüngern vermitteln wollte? Naja, mal ganz dumm gefragt. Musste Jesus die Finger in die Ohren stecken, damit der Mann geheilt wird? Okay. Musste erst seufzen, damit der Mann geheilt wird? Okay. Warum macht er all die Dinge? Warum steckt er die Finger in die Ohren, damit die Jünger auf die Ohren schauen und er sagt, tu dich auf? Wollte er damit sagen, es ist so schwer? Was wollte er wohl illustrieren? Schämt euch nicht, die Jünger haben es offensichtlich auch nicht begriffen. Er wollte ihnen zeigen, wie sehr er darunter leidet, dass die Menschen ihm nicht zuhören, dass ihre Ohren verstopft sind, dass sie Ohren haben und doch nicht hören. Er würde sich so sehr wünschen, dass sie ihm wirklich zuhören, dass ihre Ohren aufgehen, ja? Weil wenn man richtig hört, dann spricht man auch richtig. Ja, wer das Wort Gottes richtig versteht, wer zuhört, was der Geist zu sagen hat, der redet auch über Jesus. Ja? Und das hatte damit zu tun, nur als Erinnerung, wir gehen gleich wieder zu Markus 8, Jesus war gerade dabei gewesen, den Jüngern ein bisschen deutlich zu machen, dass sie auch für die Heiden zuständig sind. Da war gerade vorher die Geschichte gewesen mit der syrophönizischen Frau, wo die Jünger gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man einer Kanaaniterin helfen kann. Und Jesus wünschte sich, ihnen zu zeigen, dass sie endlich verstehen, was er ihnen sagen möchte. Und mit diesem Gedanken gehen wir jetzt zu Markus 8. Wenn er bei der Geschichte von Markus 7 bei den Ohren und dem Mund
mit dem Speichel etwas für die Jünger ausdrücken wollte, dann können wir davon ausgehen, dass er auch für in Markus 8 mit dem Speichel auf die Augen etwas ausdrücken wollte. Helft mir mal, was ist denn, warum ist das so merkwürdig, wenn jemand angespuckt wird? Womit assoziieren wir denn Speichel? Womit assoziieren wir Speichel? Also, hättet ihr was dagegen, wenn ich euch anspucke? Warum? Warum habt ihr was dagegen, wenn ich euch anspucke? Ah, es ist ekelhaft, es ist schmachvoll, es ist schändlich, oder? Wir assoziieren Schande. Also, wenn jemand vor euch ausspuckt, ja, das ist so in manchen Kulturen so, ja, dann hat man das Gefühl irgendwie Schande, Schmach, ja, das ist so die Idee. Schaut mal mit mir in Jesaja 50, Vers 6. Und das ist damals nicht anders als heute gewesen. Speichel ist ein Symbol für die Schande. Schaut mal in Jesaja 50 und dort Vers 6, da wird es ganz deutlich. Jesaja 50, Vers 6. Wer mag das mal lesen? Ah, könnt ihr sehen, Speichel und Schmach. Anderes Wort für Schmach? Schande, ja. Wer redet denn hier? Wer spricht denn hier prophetisch? Wer sagt denn, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel? Meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen. Wer redet denn hier? Frage zu schwer oder zu einfach? Wer redet hier? Von wem spricht das hier? Von Jesus. Jetzt denk mal drüber nach. Prophetisch wurde vorhergesagt, dass Jesus mit Speichel erniedrigt wird. Und zwar wie? Er würde angespuckt werden. Ist interessant, oder? Wusste Jesus, dass er mal angespuckt werden würde? Wusste Jesus, dass er gekreuzigt werden würde? Dass er verraten werden würde? Dass er verlassen werden würde? Dass man ihn schlagen würde? Dass man ihn quälen? Wusste das Jesus? Frage. Wussten das die Jünger? Wussten das die Jünger? Dass ihr Jesus angespuckt, verraten, verlassen würde, dass er wie der schändlichste Verbrecher sterben würde? Wussten das die Jünger? Die hatten zu diesem Zeitpunkt noch keinen blassen Schimmer. Wir haben gesehen vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, wir sind jetzt in dem letzten Jahr vor der Kreuzigung. Also all diese Geschichten sind jetzt ein Jahr vor der Kreuzigung. Jesus fängt an, seine Jünger langsam darauf vorzubereiten. Und ich will nicht zu sehr vorgreifen, nächste Woche fangen wir an, eine andere Geschichte anzuschauen, in der Jesus dann zum ersten Mal, das wird aber für die Interpretation hier wichtig, zum ersten Mal ihnen tatsächlich sagt, ich werde gekreuzigt werden, ich werde sterben. Ja? Das kommt dann als nächste Geschichte. Man kann also diese Geschichte, Markus 8, quasi als Vorbereitung sehen. Er will quasi den Jüngern schon ein bisschen sie auf den Weg bringen. Er will ihnen deutlich machen, dass etwas mit Schande auf sie zukommt. Denn wie werden wohl die Jünger angesehen werden, wenn ihr Meister als Verbrecher am Kreuz hängt? Es wird die größte Enttäuschung ihres Lebens sein. Kennen Sie Jesus? Ja, Sie kennen Jesus. Folgen Sie ihm nach? Ja. Lieben Sie ihn? Ja. Sie kennen die Freude und die Schönheit und die Kraft des Evangeliums, aber Sie ahnen noch nichts von der Schmach. Sie ahnen noch nichts von der Enttäuschung. Ja? Man könnte sagen, das Wort ist süß in ihrem Mund, aber Sie wissen noch nichts von der Bitterkeit, die kommen wird. Und man hat den Eindruck, dass Jesus gleich zweimal hintereinander seinen Jüngern irgendwie sagen will, passt mal auf, Leute, hört mir mal zu, ja? Schaut mal her. Hier kommt etwas mit Schande auf uns zu. Schande und Schmach. Jetzt passiert etwas Interessantes. Jesus spuckt ihn an mit diesem Zeichen der Schande. Und dann, was passiert mit dem Mann? Schauen wir zurück in Markus Kapitel 8. In Markus Kapitel 8 und dort Vers
24. Also Jesus fragt ihn ja, siehst du was? Und was ist die Antwort in Vers 24? Ich sehe Leute tatsächlich wandern in Bäumen. Ah, er sagt, ich sehe. Aber die Jünger müssen sich gewundert haben, Moment mal, wenn Jesus normalerweise heilt, wie gut sind die Dioptrien? Wenn Leute sonst von Jesus, wenn Leute blind kamen, ja, und nicht sehen konnten und Jesus hat gesprochen oder in die Hände aufgelegt, ja, was ist passiert? Die konnten sehen wie ein Adler. Die konnten gut sehen. Und jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Evangelien lesen wir, der sieht, aber der sieht nicht richtig. Das ist auch merkwürdig, oder? Wie hat er gesehen? Also wie würdet ihr seine Sicht beschreiben, wenn er sagt, ich sehe Leute wie wandelnde Bäume? Ja, verschwommen, so wie wenn ich keine Brille habe, so irgendwie ich sehe, da bewegt sich was. Ja. Ich kann sehen, dass es da Menschen gibt, aber ob das Mann, Frau, Kind, keine Ahnung, ja, das bewegt sich. Die waren, ja, waren die jetzt geheilt oder waren die nicht geheilt? Ja, war der geheilt oder war der nicht geheilt? Nicht ganz. Ja, nicht ganz, ne? Man kann nicht sagen, er war nicht geheilt, aber man kann auch nicht sagen, er war geheilt, oder? Frage, also ich habe mal einen Theologen gelesen, muss ich ja gestehen, ich war völlig baff, wie auf so eine Idee kommt. Der meinte, vielleicht war das ein besonders schwerer Fall, vielleicht musste Jesus halt zweimal ran. Meint ihr, das war ein besonders schwerer Fall, dass Jesus mit einmal das nicht geschafft hat? Nee, natürlich nicht. Also, wenn der nicht gleich sofort sieht, dann hat das Jesus mit Absicht gemacht, oder? Wenn Jesus das mit Absicht gemacht hat, dann hat das eine Absicht. Was war Jesu Absicht? Was wollte er den Jüngern hier sagen? Weil er nimmt ihn ja mit, damit sie alleine ihn anschauen, ja, damit nicht die Volksmenge das mitbekommt. Er will den Jüngern etwas sagen. Was wäre wohl die Lektion, die die Jünger lernen sollen? Dass sie immer noch nicht klar sehen. Sie denken, sie haben Jesus, Jesus hat in ihr Leben eingegriffen und sie denken, sie kennen ihn, aber sie sehen noch gar nicht klar, was sie eigentlich sehen könnten. Wir denken oft schwarz-weiß. Wir denken oft, es gibt Gläubige und Ungläubige, oder? Menschen, die mit Jesus gehen und Menschen, die ohne Jesus gehen. Aber die Bibel kennt Menschen, die mit Jesus gehen, aber kaum eine Ahnung haben, was vor ihnen steht. Die Bibel kennt Menschen, die an Jesus glauben, aber kaum richtig verstehen, was er ihnen sagt. Die Bibel kennt Menschen, die zur Endzeitgemeinde Gottes dazugehört, aber gar nicht richtig weiß, was sie eigentlich glauben. Ja, Laodicea, wo Jesus auch sagt, ich bin kurz davor, euch auszuspucken. Und Ellen White spricht von solchen Menschen. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel hier. Moment. Genau. Wenn wir geeint sind in der Einheit, für die Christus gebetet hat, wird dieser lange Kampf, ja, der durch die satanischen Mächte aufrechtgehalten wird, ans Ende kommen. Und wir werden dann nicht Menschen sehen, die ihre Pläne nach weltlichen Maßstäben organisieren, weil sie jetzt noch kein geistliches Augenlicht haben, um geistliche Dinge zu erkennen. Jetzt sehen sie Menschen wie wandelnde Bäume. Ellen White spricht von Menschen in der Gemeinde, die zwar an Gott glauben, die zwar in diesem großen Kampf irgendwie aktiv sind, denen aber das geistliche Unterscheidungsvermögen fehlt und die das Werk Gottes so nach weltlichen Maßstäben tun, so wie es die Welt halt auch macht. Ja, sie glauben an Jesus, sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber sie handeln im Prinzip wie die Welt, nur dass sie was anderes glauben, in Anführungsstrichen, ja, andere Dinge, von anderen Dingen überzeugt sind. Und genau so war das mit den Jüngern. Die Jünger hatten geglaubt, dass Jesus der Messias ist, sie hatten geglaubt, dass er von Gott gesandt ist, aber sie sahen noch nicht wirklich seine eigentliche Mission. Sie sahen nicht den Geist, in dem er gearbeitet hat. Sie wollten eigentlich, wie die anderen Juden auch, sie wollten, dass er König wird und die Römer vertreibt. Und damit will Jesus ihnen deutlich machen, schaut mal, könnte es sein, dass ihr zwar geheilt seid, aber euch es noch an Heilung fehlt. Dass ich zwar in eurem Leben schon wirken konnte, aber dass ihr eigentlich noch völlig unklar seht. Ihr wisst auch gar nicht, was auf uns zukommt. Und es, ich meine, aus unserer Perspektive sieht es immer so leicht auf die Jünger herab, nicht wahr? Wir sehen irgendwie.
Aber könnte es sein, dass Jesus uns das Gleiche heute sagen würde, dass er sagt, okay, ihr seid Adventisten und ihr freut euch, dass ihr die Wahrheit habt, ihr freut euch, dass ihr dem Herrn nachfolgt, ihr freut euch, dass ihr in der richtigen Gemeinde seid, aber wisst ihr eigentlich, was auf euch zukommt? Seht ihr das schon? Seht ihr den Geist, in dem ihr arbeiten müsst? Oder ist das alles mehr oder weniger so ein bisschen unklar? Ja? Jesus muss ihn ein zweites Mal heilen, sozusagen. Schaut mal in Vers 25. Was macht Jesus jetzt in Vers 25? Wer mag mal lesen? Genau, Jesus heilt ihn, weil Jesus legt die Hände nochmal auf und jetzt sieht er wie? Was ist seine Augenqualität? Jetzt ist er, im Griechischen heißt es, er sieht die Leute weitscheinend. Also bis in die Ferne kann er lupenrein sehen. Warum? Weil Jesus nochmal eingreifen konnte. Man könnte es auch so verstehen, dass Jesus deutlich macht, es ist nicht mit einmal getan, ja? Gott muss immer wieder in unser Leben eingreifen. Dieser Mann musste in seiner Heilung quasi noch wachsen. Er konnte zwar schon sehen, aber konnte nicht deutlich sehen. Vielleicht können wir auch sehen, dass Jesus unser Erlöser ist, aber wir können nicht deutlich sehen, wie er unsere spezifischen Sünden überwinden kann. Ja, vielleicht können wir sehen, dass Jesus wiederkommen wird, aber wir können, und wir vertrauen ihm, aber wir können nicht deutlich sehen, wie er uns durch die nächsten Krisen durchbringt. Und genau das ist das, was Jesus auch in unserem Leben tun möchte. So in Markus 7 war diese besondere Anstrengung quasi darin, dass Jesus seufzt und sagt, tu dich auf, ja? Und er hört. Hier wird es wieder deutlich, dass es nicht so einfach ist, Menschen zum Hören und zum Sehen zu bringen. Er heilt ihn, aber er muss ihn ein zweites Mal heilen. Mit beiden Fällen möchte Jesus deutlich machen, es ist gar nicht so einfach, dass Menschen wirklich zuhören. Es ist gar nicht so einfach, dass Menschen wirklich sehen. Sie denken vielleicht schon, dass sie sehen und hören, ja und ja, aber sie hören gar nicht richtig. Es kostet Jesus im Himmel extra Anstrengung, dass ich auf den Heiligen Geist so höre, wie ich hören muss. Es kostet Jesus extra Anstrengung. Er muss quasi immer wieder in mein Leben eingreifen, damit ich endlich sehe, wie ich eigentlich sehen soll, ja. Stichwort Laodicea, ja, die Augensalbe, die wir brauchen. Schauen wir noch gemeinsam in Sprüche 4, Vers 18. Was hat Gott verheißen? Sprüche 4, Vers 18 sind gleich am Ende. Sprüche 4, Vers 18. Dort sagt die Bibel: Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Im christlichen Leben gibt es keinen Stillstand, keine Plateauphase, sondern im christlichen Leben gibt es Fortschritt. Im christlichen Leben sollte man Dinge besser erkennen können. Wenn ich den Eindruck habe, früher war mir alles klarer, dann müsste ich vielleicht mal wieder schauen, bin ich wirklich bei Jesus? Oder lebe ich nur aus meiner Vergangenheit heraus? Noch eine Stelle, die das ähnlich beschreibt, in 2. Petrus 3 und dort Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18, dort heißt es, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wir werden aufgefordert zu wachsen. Ja? Es gibt ja heute manchmal die Idee bei einigen Christen, einmal gerettet, immer gerettet. Ja? Wenn ich einmal mich bekehrt habe, habe ich so irgendwie das Plateau erreicht, ich bin gerettet und jetzt ist alles gut. Aber in der Bibel ist es ein Wachstum, in der Bibel ist es eine Erziehung. Es ist ein immer näher Gott kommen. Und auch die Jünger waren zwar schon weit, oder sie haben einiges erlebt, aber sie mussten noch viel mehr dazulernen. Ich kann niemals sagen, ich habe jetzt alles erkannt, was zu erkennen ist. Es gibt noch viele Dinge, die Jesus in meinem Leben tun möchte. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt dazu, und zwar in Philipper 1, Vers 6. Philipper 1, Vers 6, und das ist auch sehr wichtig. Habt ihr schon mal so gefühlt, als ob ihr das Gefühl habt, irgendwie stecke ich so mitten, ich bin so in der Heiligung so stecken geblieben, es geht nicht mehr vorwärts. Ja, ich habe einiges erlebt mit Gott, aber jetzt irgendwie ist es nicht so, wie es sein soll. Der Mann hätte ja auch sagen können, okay, jetzt ich wollte sehen, aber
So toll ist es noch nicht, oder? Ich fühle mich noch ziemlich unsicher. Er hätte auch sagen können, okay, das hat ja gar nichts gebracht. Aber schaut mal, was Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon, was bin? Ich bin davon überzeugt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Derjenige, der dem Mann schon mal die Augen aufgetan hat, konnte auch dafür sorgen, dass er dann auch scharf sehen kann. Derjenige, der mir die Sünden vergibt und anfängt, mir ein heiliges in mein Leben zu heiligen, der ist auch in der Lage, mich so sehr zu heiligen, dass ich irgendwann wirklich glasklar sehe, was Gottes Wille ist und wo der Satan mich verführen will. Das kann er. Manchmal sehen wir das heute nicht so, oder manchmal sind wir ein bisschen verschwommen. Wir wissen vielleicht gar nicht, okay, ist das jetzt gut oder schlecht oder wird Gott mich jetzt führen? Wir haben manchmal das Gefühl in unserem Leben, dass wir so ein bisschen so schwammig sehen, aber Paulus sagt, auch wenn wir sehen dass, oder merken, dass wir noch nicht am Ziel sind, dass es noch nicht die volle Heilung da ist, dürfen wir wissen, der die Augen einmal heilt, heilt sie auch ein zweites Mal. Und das ist die gute Nachricht. Wenn wir das Gefühl haben, okay, Gott hat einiges getan, aber wird er noch den Rest tun, der noch zu tun ist, dann dürfen wir wissen, der Gott, der den Anfang gemacht hat, der kann auch das Ende machen. Es wäre ziemlich dumm gewesen, wenn der Mann hier gesagt hätte, also okay, ich bin dir dankbar, aber dass du mir wirklich 100% Gesicht schenken kannst, dass ich weit gucken kann, das glaube ich nicht. Ich gehe jetzt einfach so, ja, das ist nett von dir, aber den Rest schaffst du nicht. Das wäre sehr dumm gewesen, oder? Er blieb bei Jesus. Jesus hat ihn zweimal geheilt und damit deutlich gemacht, dass er uns bis ans Ende bringen kann. Zum Schluss, Markus Kapitel 8, letzter Vers, Vers 26. Markus 8, Vers 26. Und dort heißt es, wir mag mal schnell lesen, Markus 8, Vers 26. Okay, hier wird ganz deutlich, das war nicht für die Menge gedacht, nicht für das Volk gedacht, sondern für die Jünger. Jesus wollte nicht, dass die Volksmenge erfährt, dass er Leute anspuckt. Ja? Aber die Jünger sollten durch diese merkwürdige Sache, die sich tief einprägt ins Gedächtnis, merken, okay, also Jesus will, irgendwas will er uns sagen. Ja? Übrigens, was hatte er dem Mann hier gesagt, in Markus 7, wisst ihr das? Als der geheilt war, könnt ihr kurz nachschauen, was hat er dem gesagt? Vers 36? Genau, er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Ja, und der hat sich nicht daran gehalten, hat es noch immer weiter verbreitet. Aber da sieht man, diese beiden Geschichten sind extrem parallel. Ja? Ganz eng aneinander zeitlich. Nur von Markus berichtet übrigens, kommen wir nächstes Mal drauf, aber Johannes Markus, wisst ihr, von wessen Predigtmaterial er sein Evangelium geschrieben hat? Johannes Markus hat höchstwahrscheinlich sein Evangelium basiert auf den Predigten von Petrus. Und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, das werden wir nächstes Mal ausführlich anschauen. In der nächsten Geschichte wird es Petrus sein, der auf die Frage von Jesus, wer bin ich, wird es Petrus sein, der sagt, ich weiß genau, wer du bist der Sohn Gottes, oder? Wisst ihr, ne? Er sagt, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, das hat dir der Vater offenbart, ja? Und dann im nächsten Moment, als Jesus die Kreuzigung ankündigt, was sagt Petrus dann? Dann sagt er, nee. Das widerfahre dir nicht. Der Petrus hat gesehen, aber unscharf. Er wusste, Jesus ist der Messias, aber er wusste nicht, was das praktisch bedeutet. Und ich habe den Eindruck, als ob Petrus ein Interesse daran hatte, später mal den Menschen zu erklären, wie Jesus ihn eigentlich vor diesem Missverständnis hätte bewahren wollen, indem er direkt davor ihm sagt, schau mal, kann es sein, dass auch du denkst, dass du siehst, aber du siehst noch ganz unklar. Du musst noch mehr erfahren von mir. Also, diese Geschichte ist nicht nur ein Wunder, sondern sie hat ganz viel zu sagen für die Jünger gehabt und auch für uns. Und wenn wir das Gefühl haben, meine Güte, irgendwie habe ich das Gefühl, Jesus hat für mich gewirkt, aber ich bin noch ziemlich im Unklaren, dann dürfen wir wissen, Jesus hat noch mehr für uns zu tun. Und wir sollten nicht aufhören, zu Jesus zu gehen, bis wir nicht klar sehen, wie Gott über uns denkt,
wie Gott über sich selbst redet, was die, für die Zukunft vorhergesagt ist und dass wir volles Vertrauen auf ihn haben können. Weil dann werden wir auch nicht durch Schande und Schmach überrascht werden. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du in den Evangelien durch deinen Geist uns so viele interessante Geschichten und Prinzipien deutlich machst, die uns bewusst machen, wir brauchen dich so sehr. Herr, wir danken dir für diese Geschichte, die wir heute studiert haben und für die Zusage und die Gewissheit, dass wenn du ein Werk in uns angefangen hast, dann kannst und willst du es auch vollenden. Herr, lass uns verstehen, dass es gut sein kann, dass wir wie die Jünger denken, dass wir schon alles wissen, in Wirklichkeit aber noch gar nicht vorbereitet sind auf das, was eigentlich auf uns zukommt. Schenk du uns deinen Heiligen Geist, der uns Klarheit der Augen schenkt, dass wir mit geistlichen Augen sehen, wie wir wirklich sind und wie du bist. Dass wir uns richtig einschätzen im Verhältnis zu dir und dass wir uns im Glauben an dich klammern und darauf vertrauen, dass dein Wort genau sich so erfüllen wird, wie es sagt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.